Bäcker ist müde und hungrig, also geht er schlafen und essen. Träger bringt ihm schon mal Wasser für die nächste Ladung. Ja gut, die Nahrung hat sich einigermaßen gefangen. Siehst du den Obstfarmer? Und den Steinmetz. Ja, hier. Dann hat das ein Stück zu den Felsen und ein Stück zu den Felsen. Vorratszelt ist fertig. Gut. Du kannst trainiert werden. Auch gut. Zivilisten und Holzfäller sehe ich. Und den Goldsucher natürlich. Oh, der holt hier das Holz. Gut. Achso, die beiden sind gerade beschäftigt. Oh, das ist jetzt weniger schön. Dem können wir aber auch dann Abhilfe schaffen. Okay, jetzt wenn jetzt angefangen wird, Geschirr zu nutzen. Gut, du bist Schuster, das heißt, du gehst jetzt wieder deiner Jägertätigkeit nach und sorgst für ein bisschen mehr Nahrung. Sonst sind wir in der Bredouille, ganz ehrlich. Eigentlich, ich sollte euch beide abziehen. Wichtiger ist das Dreifamilienhaus. Ja?
Weil solange unser Müller in der freien Natur schläft, ist das nicht gut für uns. Es ist schon mal gut, dass Geschirr reinkommt. Das heißt, wir vervierfachen die Nahrung und verdoppeln sie nicht nur. Was zur Hölle machst du da drüben? Puh. Das ist immer scheiße. Wenn unsere Bauarbeiter für sich für saumäßig klug halten und dann scheiße bauen, ist das immer scheiße. Das wissen wir aber schon mal, mit den Kerlen ist nicht zu spaßen. Und das hier ziemlich viel von der Map beanspruchen. Also wirklich alles, was hinter diesem Ding ist, muss ich aufpassen. Ich wünschte, ich könnte hier Verbotsschilder hier hinstellen. Oder eine Verbotslinie ziehen, aber nein, kann ich nicht. Ich kann nur eher hoffen, dass die Damen hier sich bald mal die Mühe machen, jetzt da sie Geschirr haben, das auch zu nutzen, um Nahrung herzustellen. Also um Nahrung zu kochen. So wie ich hoffe, dass sich der Müller bald mal am Riemen reißt. Oh, ach ja, dich kann ich dann auch wieder zum Holzfäller machen gleich. Möchte gerne kochen. Ja, dann hol Nahrung. Es gibt Nahrung. In Hülle und Fülle. Es gibt jetzt sogar wieder Mehl. Das heißt, es gibt bald wieder Brot. Da direkt im Jägerzelt über dir ist Nahrung. Genau, so ist gut. Genauso wie hier jetzt die Nahrung wieder reinkommt. Ja, Swain ist hungrig, sehe ich. Ich hoffe, unserem Bauarbeiter geht es jetzt wieder besser. Das war nicht Strüller. Das war Swain. Ja, Swain heilt langsam. Töpfer ist gelernt. So, das heißt, du machst mir erstmal noch 8, sage ich mal, Geschirr. Oh, er holt sich hier die Nahrung.
Wie sieht es eigentlich jetzt mit Obdachlos aus? Ist nur unser Holzfäller. Okay. So, Dreifamilienhaus ist fertig. Du kannst heimgehen und da essen und schlafen. Denn wir haben jetzt Nahrung. Deine Mutter bringt sogar noch mehr Nahrung. Ja, jetzt, wo wir Geschirr produzieren, ist die Nahrungsversorgung kein Problem mehr. So, jetzt muss auch der Müller nicht mehr unter freiem Feld schlafen. So, die bauen das Steinmetz-Zelt erstmal fertig. Das ist gut. Muss nur darauf achten, dass sie von hier wegbleiben. Ach, sie holen von da oben Holz. Ja, das ist okay. Und Leder werden sie vom Jäger dann holen. Na, Platz für ein Dreifamilienhaus wird hier schon sein. Das ist kein Problem. Ich muss nur mal wieder jemanden in die Richtung bewegen. Ich sollte zwischendurch mal speichern, sicher ist sicher. Also ja, bis hier müssen wir hinkommen. Das heißt, wir werden mit viel Widerstand rechnen. Das ist nur ein Jäger, das ist gut. Hey, mehr Nahrung. Ah, Holz für den Obstbauern. Sven ist erwachsen, gut. Ja. Das heißt, du wirst Farmer. Ja. Den Weizen. Ja. Oh, wer jetzt haben wir schön viel Nahrung? So, jetzt können wir auch das Dreifamilienhaus platzieren. Hier. Na. Ja. X da. Du holst da oben nichts. Ja. Mir egal, was du bauen willst. So, ihr kriegt Kinder.